Pommes. Ihre. Yo, moin, Monika Schreibe, dir gibt's wieder eine XXXL-Challenge im königlichen Turnier vs. Karl Delitzsch. Der Verlierer am Ende der Challenge muss seinen Namen auf den jeweiligen zweiten Account ändern und es ist auf jeden Fall eine extrem knappe Challenge. Am Ende seht ihr, wer am Ende seinen Namen ändern muss. Also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, auch gerne Karls YouTube-Channel auschecken und auch sehr, sehr gerne an Creator Good Morning im Shop denken. Und dann würde ich sagen, wir springen sofort in die Games und ich zeige euch dieses absolut epische Duell. Let's go. Willst du freiwillig anfangen oder willst du mir jetzt irgendwie den Vortritt lassen? Okay, ich fang an. Du fängst freiwillig an. Ist aber abgehoben, Digga. Wir werden nur so bis 24 Wins kommen oder so mit der Zeit, ne? Ja, ja. Aber wenn du bis da mir hier lang hast, ist doch alles gut so. Einsatz? Ja, du, oh, ja. Wie viel hast du? Wie viel Geld? Ich bin gerade. Ich hab gesagt, wenn es mir passt. Danke, Mord. Was? Free? Was? Machen wir 5? Ja, okay, 5. Okay. Ist fresh? Ja, ich finde das neue Skate auch fresh. Danke für den Sub. Hallo Annie, was geht? Oha, hallo Annie. Welches Team bist du? Was glaubst du, welches Team ist Annie? Team Mord natürlich. Okay. Sie sagt, ich bin Team Morten. Ja, warte. Was spielst du heute, finde ich? Ein bisschen Lava und du? Ja, ja. Keine Ahnung, Digga. Schlechter Sepp. Ja, ich wusste ja nicht, dass er den oben links spielt, so. So, das kann man auch nicht sehen, so. Stimmt. Das wird ja hart geuntert. Mhm. Was mach ich dagegen? Wie ist das Matchup? Gut, oder er hat Kanone. Glaubst du? Ja, ja. Warum glaubst du das? Weil es der immer Kanone wo? Hat. Ja, stimmt. Hab heute nur irgendwie einmal gegen Inferno verloren. Ja, das counterst du ja auch, ne? Hey, wie schlecht war das Mega-Minion? Was war daran? Was war daran schlecht? Was geht, Apple? Kannst du einen Comment erstellen? Tschüss! Er soll direkt versklavt werden. Er spielt Kanone. Ja, wie Bogen ist eigentlich Kanone gegen Loon? Ja, muss man zappen. Ja, ist aber trotzdem nur ein Hit. Okay. Ja. War trotzdem smart. Hä, war trotzdem smart von mir, oder? Nee, das war eher nicht so gut. Was hätte ich machen sollen? Vielleicht mal Lava bringen. Oh yes. Wie geht's euch, Chat? Ich grüße. Gut, und dir? Ich hab gesagt, den Chat, nicht du, Digga. Okay. Dicker, ja, ja. Danke, Annie. Ich appreciate deinen Support. Lachst. Lol, hier ist Bild. Was macht dein Karl Kahn? Ich bin mega komisch. Ich gebe mein Bestes. Sehr gut, Annie. Du supportest den richtigen Mann. Und nicht den Jungen, das junge Riesenbaby da, was mit dem Call chillt. Ja. Yeah. Aber. Hä? Was ist das denn? Rakete. Ich, ich glaube, wir sind beide sehr kleinkindlich. Ja, du im Kopf. Und du? Keine Ahnung, Digga. Je nach Hose, was willst du denn, Digga, du Wichser? Okay. Nicht, dass gleich wieder Leute in deinen Chat fragen, warum ich dich hasse. Die Zuschauer, der Hype ist vorbei, was soll ich tun, Digga? Ziehst du ein Bett Selbstmorden? Was ist das für eine Frage jetzt hier? Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Solche Fragen werden hier nicht beantwortet. Auf einmal kam so die. Auf einmal kam so die Audio rein. Hab ein frisch bezogenes Bett, voll geil. Ey, ich bin hier heute auch nicht alleine. Ich möchte solche Fragen hier nicht beantworten. Stimmt, das Koboldfass wird ihm bestimmt das Game gewinnen. Ich beziehe mein Bett manchmal alleine. Das gibt mir die, ich habe die Hausaufgaben fast fertig gemacht, Vibes, und habe dann angefangen. Stimmt. Wie ich geh ins Game. Ohne Grund. Was geht, Jana? Oh. Warum lacht jetzt Annie?
Geil. Hey, yo, good luck. Hey, danke, Sikere. Ich verstehe dich nicht. Karl, hast du deine Salatschüssel schon runtergebracht? Was ist jetzt deine Mutter klar. In meinem Chat? Hast du dein Zimmer schon aufgeräumt? Ich weiß nicht, bin nicht so Fan vom Aufräumen und du? Hast du deinen Arsch noch abgewischt, nachdem du gekackt warst? Nee, du? Nö. Okay. Imagine. Beiseite mit dir. Ey, du spielst gegen Viper. Wie gegen Viper? Das ist doch gar nicht Viper. Das ist Viper. Ist Karl, wie ist das Matchup? Ist Karl high? Ganz gut, denke ich. Hier wird wieder gefragt, weil du so viel Scheiße laberst, ob du high bist. Es tut mir leid. Lol, neues YouTube-Video. Wir müssen reden. Nee, lieber How to Beat Middle der Part 1327. Aber alles gut, ohne Wertung. Ohne Wertung, wir haten natürlich nicht. Wäre ja auch cringe. Oh Mann, oh Mann. Jana, außer wird es gleich ein Sub, Jana. Hallo Jana. Aber ist Karl nicht live, weil er lernen muss. Ich muss lernen. Wie lief Physik? Hier werden irgendwelche Informationen verbreitet. Ey, gut. Sehr aber gut. Mir wollte ich sicher gehen, dass du auch nebenbei in den Pausen immer lernst. Nicht so effizient hieß das. Wie nicht effizient? Ich bin gehüpft. Voll cringe. Ich möchte, dass du hier auf. Also, wir wollen hier nicht irgendwelche Leute hier vom Lernen abhalten. Ich bin ja kein schlechtes Vorbild. Okay. Erst bei 9. Mhm. Wie gehst du mit Walking Cycle um? Warum zündest du nicht? Ich hab doch schon längst gezündet, du Dummkopf. Digga, du hast echte Games jetzt von einem toten Apfel, Digga. Oh, du verlierst. Wie ich verliere? Kann es nicht sein, dass ich ihn einfach Space halten kann? Ich glaube, wenn die Queen auf dem Feld ist, könntest du wirklich Erdbeben-Lock gewinnen. Oder? Ja. Das habe ich richtig analysiert. Bring Hoggies. Gut, Leute. Lektüre reicht nicht alleine. Muss noch Nade und Positive Elixir Trade. Jetzt habe ich die Queen, jetzt kann ich Space Cycle. Das ist unfassbar cringe. Hä? Holz, Fire Spirit und direkt wieder Skellies. Und jetzt hast du Erdbeben back, oder? Jo. Warum hast du erst Cannon gespielt und dann Erdbeben? Junge, dein Pimmel, Digga. Kann Karl aufhören, wenn man möchte gern Tipps, hat er nie gesagt. Bitte aufhören. Bitte aufhören. Mit Karl kann man keine Spiele spielen, der beleidigt dann immer. Du empathieloses Arschloch. Ist aber ein Game eigentlich, sollte echt gewonnen sein. Klasse. Hallo, GG. Hey, GG. Geh rein. Geh rein. Alter Webi, danke für 8, der 8. Ehre. Hey, GG. Ich geh rein. Danke, Bruder. Ich würde mich nie darüber lustig machen, Annie. Ey, ist der gleiche. Du spielst gegen Viper. Ist doch gar nicht Viper. Oh. Problem. Ach so, stimmt. Matchup ist aber gut, oder? Ja, klar. Du bist mega cringe manchmal. Wer? Du, Digga. Warum? Junge, ich weiß nicht, manchmal bist du echt ein bisschen cringe. Hast du ein Beispiel zum Beispiel? Junge, im Stream, du hoppelst da mal rum mit deinem komischen Fußball, als ob du 12 im Kopf wärst. Ich hab mich. Das ist halt irgendwie so eine Aussage, die mir halt keiner gefragt hat. Ja, es ist doch keine Sau, Digga. Was willst du eigentlich, Digga?
Warum lachst du jetzt? Was willst du? Weil ich einfach auf der Anklagebank bin. Apple, wir machen so lange. Wir machen bis 22 Uhr. Und bis dahin, wer mehr Loses hat, hat verloren. Oder bist du raus? Dann gebe ich halt den Ball 25 Mal hoch. Ja, Digga. Also dann auch noch lügen. Das ist halt typisch Karl. Der bescheißt eh immer seine Community. Okay. Wenn du aus dem Stream rausgehst, du wirst nicht mehr das gleiche Image haben. Du Bastard. Genau so ist Karl immer privat zu mir. Habt ihr das gehört, Chat? Das ist die Wahrheit über Karl the Legend. Annie, sag was! Du musst dich verteidigen! Armer Morten, ja. Bei Karl, das hab ich erstmal. So asozialer Junge. Ihr habt recht. Ja, Karl ist immer so zu mir. Ja. Der meint's ernst, leider. Hallo Slow, was geht? Beleidigst du mich auch als Bastard? Oh. Grüße an mich, wenn es auf YouTube hochgeladen wird. Ja, Grüße an dich. Ehre. Karl macht auf Fake Paddle Pass Giveaways, weil dann funktioniert angeblich PayPal nicht. Ah, und ein Scammer. Ehre. Ehre. Genau. Finde ich aber cool von dir so. Danke. So. Kannst gerne mitmachen. So. Bist du da irgendwie mit Matthew oder so zusammen im Team? Ich verkaufe Pizzen. Ihre. Die Wahrheit über Karl the Legend. Junge, du verlierst es noch. Ja. Meine Rocket. Aber das Ding ist, wenn er jetzt Rocket spielt, dann hat er nichts gegen den Ballon, oder? Naja, doch Eisgeist, reicht er nicht? Weiß ich nicht. Das war nicht gut, Karl, da muss ich ehrlich sein. Das Ding ist, ich glaube, ich gewinne das. Ja, aber du counterst aber, das ist ja nicht, das hat ja nichts mit dir zu tun. Das war jetzt natürlich ernst. Karl! Hallo! Maul, Digga, ja. Digga, ja. Schuh the Legend. Er ist echt nicht so gut. Und auch, ja. Er hat ein schlechtes Matchup und spielt nicht gut. Nicht so eine nice Kombi. Ach, jetzt hat er ein Matchup? Nein, das war. Er hat ein schlechtes Matchup. Bist du dumm oder so im Kopf, Digga? Voila. Ich hau dir gleich auf dein Zikerem. Oh. Ich bin im Game gegen Ikas. Chat, was denkt ihr? Gewinnt Karl? Also, nee, gewinnt Morten oder der andere? Du kannst denn keine Abfunk-Wette machen. Nee, wir machen keine Wette. Ich will einfach nur eure Meinung hören. Danach, na, deine Meinung interessiert niemanden. Klar. Morten. Alle sagen Morten. Du hast dich verändert. Alle sagen das. Morten. Alle sagen Morten. Ey, der ist nicht so talentiert, der Arme, wenn er einfach so einen Elektro-Wizard spielt. Was willst du jetzt hier? Wieso werde ich jetzt der Gegner kritisiert? Ich hoffe, Sam gewinnt heute. Gut gefahren. Okay, wo ist Sam? Jeder sagt, warum macht Sam nicht mit? Sam hat gesagt, er hat keinen Bock. Wirklich? Ein Junge, der hat den ganzen Tag Mega-Rettern Ladder gepracticed und wurde von Sparky gefistet. Und er wurde von Janne der Ark gefistet. Mit Electro-Giant, Skelly King, Sparky Spiegel. Ich hätte aber keinen Bock. Die Frage ist, spielt Sam beide Brackets? Ich weiß nicht, Digga. Also, wenn er es beim ersten Mal nicht schafft, glaube ich, aber nur. Ja, ich denke mal. Ja, der andere hat sich schon qualifiziert. Du musst ja auch erstmal irgendwie so deinen Namen erstmal so erspielen, so. Mir wird die Identität weggenommen. Zu Recht aber, finde ich auch. Okay. Danke, dass du dich für mein Content versklaven lässt, Serie. Ich beleidige Zuschauer. Der Gegner ist echt scheiße, Mann.
Also richtig, richtig scheiße. Jo, Morten. Was hast du gewonnen? Ja. Machst du Kanalwerte, ja, ob du dich für die Top 8 qualifizierst? Gut, ich bin schon längst bei den Top 8. Jo, Morten. Jo, Morten. Wie ist unser TikTok toll angekommen oder was? Glückwunsch, Jana, mach weiter so. Was machen wir bei Unentschieden? Bei Unentschieden machen wir ein entscheidendes Best of 1 im Draft, okay? Okay. Also Triple Draft. Kein normales Draft. Okay. Bekomme ich eine Gehaltserhöhung? Nein, du bekommst eine Gehaltserniedrigung. Wie, Jana muss jetzt mit Geld bezahlen, um Mod zu sein? Geht bei den Nate. Rein. Jo. Karl geht rein, alle viel Pech in den Chat. GL. Ah, wer ist er, Digga? Lol. Danke, Annie. Ich hätte komplett Bock zu scouten. Hast du gestern den Boxkampf gesehen? Mm-mm. Wie? Was? Jetzt werde ich verurteilt. War ein guter Kampf. Das war Show, so langweilig. Ja, Ricky, du bist auch 12, Mann. Um das zu verstehen, musst du erwachsen werden. Ist ein Feuerball. Also, ich fand's geil. Ich hab's enjoyed. Okay. Ja, jeder was anderes sagt, ist eh generell, hat eine falsche Meinung so. Ist aber okay. All good. Für wen warst du, Mann? Ich war eigentlich relativ neutral, Digga. Ich war einfach für einen guten Fight. Warum lachst du jetzt? Ich komm mit, Alter, Digga, ich würde so gerne meinen Boxkampf irgendwann gegen Karl machen. Ich würde Karl so hart so aufs Maul hauen. Ich würde so verlangen, dich einmal so hart die Fresse wegzupolieren. Morten prügelt nicht mit Zuschauern. Ich hab gewonnen, Morten. Ich glaube, Feuerball ist. Was hältst du davon? Ja, der Gegner spielt auch irgendwie ein 4K-Deck oder so, aber alles gut. Das ist unfassbar crazy, das Deck. Kann ja fast mit Ballon rechts reingehen und hab auch den rechten Turm. Kommst du auf die Fresse von Karl? Von Karl würde ich nicht auf die Fresse bekommen. Glaub mir. Warum? Warum hast du nicht so Angst vor mir? Naja, guck dich doch an, Digga. Okay. Du bist so ein bisschen Leon Vacher in der CR-Szene. Weil ich allen Ansagen mache. Ja, was du mal so ansagen, dass du jetzt irgendwie Top 10 finishst oder der Erste auf 9K und so. Das gibt der so. Erste nie. Ja, was du 9K aber reichst, das gibt mir so Leon Vacher-Vibes. Dann wäre Mugi einfach auch Leon Vacher. Natürlich, Jenny. Kannst du dich zu Karl de Bachere? Hä? Wir können eine Name-Change-Wette machen, wenn du Bock hast. Ja, wahrscheinlich nenne ich Morten Bachere. Das ist geil, ey. Hä, für den Second-Account können wir das machen. Hast du Lust? Nee, das sind jetzt noch nicht. Jetzt ist es für mich zu spontan, Digga. Also, Hä, aber jetzt ist es aktuell. Morgen ist es best langweilig. Morten Mascher und Karl de Mascher oder Karl Mascher. Ja, aber auf den Accounts, auf denen wir jetzt sind. Hä? Auf den Accounts, die wir jetzt sind, oder was? Ja, auf dem Account, wo wir sind. Okay, dann machen wir das. Machen wir? Ja, okay. Ich verstehe dich nicht. Bitte nochmal wiederholen. Jo. Machen wir? Okay, gut. Okay. Kann Mod irgendwie Titel ändern zu um Namensänderung? Ja, um irgendeinen Account, den die Subs natürlich so, weil sonst kostet ja auch Geld.
zumindest. Kostet, ja, sonst... Ich weiß gar nicht, ob es Geld kostet, aber bei. Nein, nein, ist kostenlos. Alles gut. Nee, nein, Namechange ist ja nicht kostenlos, aber bei mir zum Beispiel ist, glaube ich, kostenlos, weil es mein erster Namechange ist. Einer ist ja umsonst. Ja, ja, also bei mir ist es auch kostenlos. Okay, dann ist alles gut. SK Hampelmann. Junge. Aber bitte ohne Rippen. So, meine Rippen sollen noch heile sein. Wie gut ist er ja, eigentlich? Ey, jetzt muss ich mich aber anstrengen, das weißt du, ne? Hä, hey, das Video? Wir sind bei 18 oder so. Ja, was? Du bist bei 17, ich bin bei 18. Die Gegner sind echt scheiße, ne? Ja, ja, agreed, aber es, man muss auch sagen, es ist der letzte Tag. Junge, du bist so ein Hund, Digga. Ich hätte es lieber gegen Floppy machen sollen. Warum? Junge, weil Floppy hat washed ist. Warum bin ich nicht washed? Keine, weil du nur CR spielst, hat Annie auch gesagt. Die Welt geht nicht bei dir um nur um CR, das hat Annie gesagt, ja. Oha. Wie enttäuscht! Ich hab heute. Naja. Oh ja! Nicht voll viel, aber. Fußball geguckt. Echt? Ja. Du? Achso, dann dreht sich dein Leben ums CR und Fußball. Ja. Das klingt so negativ. Ja klar, Bruder, aber gut. Worum dreht sich dein Leben? Boah, um CR, Digga. Beiseite mit dir. Was ist los, Annie? Was ist los, Annie? Digga, immer diese Lehrer. Du bist ein 31er. Oh. Ich habe so lange das Wort 31er nicht mehr gehört. Wie kann eigentlich ein Gegner bei 18 Wins so scheiße sein? Keine Ahnung, Digga. Den Nado, also den King aktivieren mit Nado, WTF? Ich spiele ja auch so scheiße. Ja, was bei 4, 5. Ja, was? Ja, aber nicht nachvollziehbar. Ne, in Klammern nicht nachmachen. Ja, right, GG. Ich wüsste gekontert, glaube ich, mit Bowler Wike, aber. Na, Queen ist okay. Und Kanone auch. Alter, Gissi, danke für den Sub an Jana Nanani. Kuss. Weiter geht's. Es geht um den Lava. The Legend spielt um seinen Name Change. Aber du musst dich dann Karl de Mascher nennen, oder nicht? Oder Karl Mascher. Du darfst es aussuchen. Ja, okay. Wie bitte? Muss ich mich dann SK Mascher nennen? Ich bin für Morten Mascher. Das darf der Chat entscheiden. Mhm. Ich muss ihn auf Twitter, ich schreibe ihn dann auf Instagram an. Du mit Karl schon ein Date? Nee, Digga. Warum nicht? Er spielt dann immer CR so, das ist dann immer mega cringe. Würdest du sagen, in Niederlage jetzt würde wehtun? Jetzt? Ja. 100%. Würdest du sagen, du würdest ausrasten? Ich raste aus. Ja, danke. Der Titel ist auf jeden Fall schon mal gesaved. Karl rastet aus. Danke, Bruder, dass du ausrastest. Ehre. Glaubst du nicht, Lavalun-Spieler würde mehr Klicks geben? Lavalun-Spieler, Karl, der Legend rastet komplett aus und dann müsste noch Leo Mascher aufs Thumbnail tun. Wie das? Deshalb war astreine Sahne. Alter, ich bin gerade gekommen. Tommy, okay. Danke dir für 20 Morde. Tommy, was geht, Bruder? Joho, Tommy, was geht? Wie war's bei deiner Freundin? Kuss, was geht? Was laberst du denn? Gerüchte. Ich mag Annie. Okay. Jo, ich stehe neutraler gegenüber. Ohne Wertung. Sieht aber ein Fußfetisch, das ist ein bisschen weird. Es wird einfach so
wieder so negativ. Also es, immer so deine Aussagen klingen so negativ. So Lava-Spieler klingt auch irgendwie negativ aus deinem Kopf. Ja, klar, Digga. Es geht so, dass wenn sie in meinen Chat schreibt, er hat doch süße Füße, dann weiß ich nicht, was ich jetzt so positiv dazu sagen soll. Weißt du, da fehlen mir so die Worte. Ich bin fassungslos. Ja, ja, klar. Kann man ja sein. Was? Wieso gefährdet er nicht rechts? Jetzt müssen wir Drachen in den Knick spielen. Ey, yo, Morten. Was bekomme ich, wenn ich mit Giant, also mit Grabstein den Giant nach hinten kite? Hä? Was willst du dafür bekommen, Digga? Was willst du jetzt? Das ist mega der Standard-Play. Hey, dann call. Gar nichts. Oh, du kriegst gar nichts. Wow. Das hat echt viel gebracht, Digga. Kalitos. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Fabio, danke für 4 Abendmorden. Abend, moin. Wieso sagt der Chat, dass ich mich zu... Ja! Hüll, Pommes. Ihre. Warum sagt der Chat, dass ich mich zu Morten Mark Füße umnennen soll? Ist das nicht ein bisschen intim? Das ist transparent. Ehre. Junge, voll schlecht gemacht von mir. Das war echt nicht so gut. Bin ich der größte Fußfetisch so. Ich meine, ich habe welche, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich die jeden Tag anfasse. Du hast Füße. Danke, Mika, für 8. Oh, also 4 ja. Kuss. Ich bin gerade gekommen. Nicht den Main-Account, machen einen zweiten Account. Also Main-Account, dann auf einmal werde ich von SK irgendwie angezeigt, so. Das glaubst du? Ich würde Fat Aids bekommen, jo. Verstehe ich gar nicht. Was geht, Dennis? Moin. Gegner war wieder nicht gut, bin ich der Meinung. So, ich gehe ins Game. Ja. Hör mal auf, Karl, die ganze Zeit zu mobben, lol. Karl! Morten mag Füße. Gewinnt, ne? Morten mag Füße gewinnen. Warum geht der Chat echt davon aus, dass ich verlieren werde? Das ist irgendwie nicht akkurat. I need you to update the chat. I update the chat, no problem, my brother. Ey, ist es der gleiche? Kann gut sein. Heute ist aber nicht Mittwoch, leider. Ne, heute ist also Sonntag, wenn ich weiß. Ist derselbe, du ekliger Sniper. Ah, stimmt, der Gegner wird immer weggesniped. Ich find's eher belastend, dass das nicht reicht, stimmt. Holtest du? Ich will eigentlich nicht holten. Warum? Hä? Bereust du es nicht, geholtet zu haben? Ich bereue es nicht, geholtet zu haben, weil ich jetzt eh ein Lock gewesen habe, was nur 2 DXP mehr kostet. Dann bist du eigentlich mehr. Kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern, Bruder. Alles gut. Kannst jetzt nur noch die Zukunft verändern. Die Zukunft. Hä, hey, er kräutert dich voll. Ja, Dark Prince ohne Grund. Okay, ist ein Free EQ. Na, ist der Ton. Meiner. Ja. Okay. Das wird viel Damage links. Warum alles gut. Wir wollen hier nicht zu viel kritisieren. Welcher Turm ist jetzt eigentlich down bei mir? Ich habe irgendwie die Führung übernommen. This is it. Wie war dein Stream heute? Gut, ich hätte nicht gedacht, dass ich Top 50 komme. Alter, krass. Dann, ich glaube Top 50 plus ein Win. Das ist neues bestes, also nicht neues bestes Badge, aber ersetzt das drittschlechteste Badge auf Karl der Boss, ist eigentlich ganz cool. Karl der Boss. That's my name. Ja, der Gegner ist scheiße. Du triffst nur Bananen. Hab ich gemacht. Ich hab mein Ding restartet. Gehört, Dennis. Irgendwie gerade ein schlechtes Zeigefeld, aber ich kann nichts machen gefühlt. Wirklich? Verlierst du den Turm? Nee, aber. Das ist jetzt ein bisschen... Doch, könnte sein. Könnte sein. Nein, ich hab Holz, chill. Also deine Game Sense ist wirklich beleidigend. Es ist wirklich, es nervt.
Bro, nur weil du Lavaloon spielst mit einer Cycle von 4,0, spiele ich kein Lavaloon mit Cycle von 4,0. Du kannst auch in der Lage sein, innerhalb von 30 Sekunden irgendeine Karte durchzucyclen. Oh, nein. Wie nein? Wirklich? Ja, prime gerne rein, Leute. Jo. Ja, ich hole mir Beyond. Ja, ey, geil. Kannst du gerne mit Code Morton 10 kaufen, Bruder. Ihr könnt auch gerne bei Karl folgen. Folgt gerne mal bei Karl, Leute. Danke, Morten. Für die 40.000 Follower, die du irgendwann haben wirst. Ich mag die Follow-Bots immer nicht. Ja, die sind echt AIDS. Nur der ist gemein. Kann ich nachvollziehen. Kann ich wirklich nachvollziehen. Der mobbt mich auch immer. Außerdem Karl, guter Comment. Irgendwelche komischen Sachen. Kann Verotech den mal fixen? Ich muss was vorlesen. Auf Twitter hat mir heute eine DM geschrieben. Das ist aber, Alter, das ist ganz, ganz böse, Karl the Legend. War der Sepp so gut? Der Sepp war irgendwie schlecht. Was? Der Sepp war voll schlecht. Ja, Karl Welt. Okay, lies vor. Mir hat einer geschrieben. Mach dir keine Hoffnung, du bist hässlich. Ibnel Kalb, Kiss E5T Emmack. In welchem Kontext? Keine Ahnung, Bruder. Das habe ich einfach als DM bekommen. Alles Gute, Mann. Alles Gute, Mann. Gutes an mich. Er heißt Mammut. Gucken wir mal, was der so macht. Der ist aber so schlecht. Kann ich Lava und Brücke spielen? Ja. Weirdo Typ, Digga. Ja, musst du Veotech schreiben, Dennis. Ich glaube, du spielst ja mit Snowy oder mit Barberry? Ja, voll gerne Karl. Mit was? Nee, der hat kein Snowball. Was hat der dann? Ich glaube Barberry. Okay. Wird jetzt der Turm? Du countest aber eigentlich, oder? Ja, ich glaube auch. Was? Minedo. WTF? Was spiele ich hier? Okay. Muss ich durchlassen. Ich weiß nicht, ob das smart war. Punkt, was geht. Oh, warum hat er Nado? Weiß ich auch nicht. Würdest du sagen, das Game hat sich gegen dich verschworen? Problem ist, ich wusste nicht, dass er Nado hat, so. Ich habe die royale Sucht, Pepega Champ. Jenny. Das wird jetzt irgendwie knapp, das Game, I guess. Also langsam, also du musst den Turm halt bekommen, so, ne? Weil wenn du verlierst, du weißt, wie böse das enden kann. Weil mein Morton Royale ist on fire heute, Digga. Digga, ja, ja. Digga, ja, ja. Digga, ja, ja. Kackst du immer Kuss, Digga. Kuss. Warum Feuerball denn nicht die Skellidies? Weiß ich nicht. Los Warum geht's, Kali-Line. Du lachst. Er ist ja von dir. Junge, diese Lava und Gespamme geht mir aber auch hart auf den Sack, Mann. Ich hab wirklich nur No-Skill. Sag was. Random Sounds ohne Grund. Ja, nee, du Iwis. Ist ja nicht schlimm, ich kann ja Drachen spielen. Ja, Feuerball. Ist ja trotzdem Depp. Hallo! Och, Digga, du bist so cringe, Digga.
Was willst du? Warum? Hä? Ja, kein Wunder mit so einem unangenehmen Dude. Was wird, Digga? Hör auf, dich zu freuen, Mann. Unverdient, richtig. Spieß gegen Angel. Ja, moin, Digga. Ja, moin. Wie würdest du dich denn jetzt nennen? Keine Ahnung. Ja, Bogen, ja. Bogen, ja, auf dem Account jetzt, auf dem Pay-to-Win-Royal-Account. Darf ich dir den Namen aussuchen oder darf der Chat dir den Namen aussuchen? Du darfst mir den Namen aussuchen, aber du kannst den Chat gerne nach Feedback fragen. Bin ich transparent? Ich bin feedback-orientiert. Okay. Ich bin jetzt hier random irgendwelche Emojis in meinen Chat gespammt. Ich hab die Queen nicht gezündet. Ja, ich bin gerade ein bisschen angesäuert. Wir haben ein fettes Problem. Pass auf! Bro. Pass auf! Ja, hast verloren. Hä? Wie hast du deine XC zurückbekommen? Ja, weil ich die Queen gezündet habe, aber sie nicht rausgekommen ist. Ja, Game hat sich gegen mich verschworen, ist mir schon klar, nervt nicht. Ja, yeah. Das war so key, dieses eine Elixier. Unfassbar. Nee, super Gott, so funktioniert das Business nicht. Egal. Ich glaube, ich spiele noch World Giant. Gucken wir mal, wa? Ey, wa? Sieben Elixier. Ja, aber Counterpush, Dummkopf. Okay. Das war ja. Ich habe ja so gar keine Wertung abgegeben. Namensänderung auf Twitch, Ehre. Es gibt mir Card Legend Vibes, wenn er irgendwie immer seine Sachen ändert. Ne, Leute, die sich mit Code Ingame benennen, finde ich immer mega cringe. Du kannst die Groß- und Kleinschreibung ändern, ohne dass dir so ein Cooldown reingedrückt wird. Ist lustig, oder? Ich hoffe, die ändern es irgendwann, dann machen es Leute. Ich wünsche Menschen nur das Schlechteste. Was, du spielst keine Post? Doch, klar. Oh. Clean. Du könntest es noch flawless comebacken, glaube ich. Wie ist das Matchup, Morten? Ganz gut. Das ist nicht komplett Lock Value so. Klar. Muss nur aufpassen. Einfach wieder so Kanone, Firespirit, dann hast du Holz über die. WTF. Oder so. Das war's. Krank, ist kranker HC, würde ich jetzt sagen. Ja, kannst du sagen, all good. Aber das Ding ist, es hit mich nicht. Weil gewonnen ist gewonnen. Hm. Bisher beide noch bei 0 Niederlagen. Und wir gehen natürlich jetzt hier, ne? Bis Stunde gleich. Bis 22 Uhr ist der Timer, ne? Aber dann wird auch die Atome ausgepackt. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel bei 21.58 Uhr in One noch starten, dann bringen wir die noch zu Ende, Walla. Hast du mich gehört? Nein, du bist voll abgehackt bei mir. Dann mach dann fix dein Internet, Digga. Ich war baden mit meinen AirPods. Das ist echt Krise, so fällt mir auf. Bro, kauf dir mal neue, Mann. Ich hab auch 100.000. Du lachst sein, weil du immer merkst, wie dumm das ist, was du sagst. Andy, bleicht dein Internet? Ehre. Oh. Expo is my life. Expo is my life, was geht? Hallo, Expo. Moin, Expo. Hast du auch 100.000 Euro in der Net? Ich hab mehr als 100.000 Euro. Cool. Deswegen wow. Bin ich jetzt auch einfach so von Standpunkt her direkt der bessere Mensch, so. Agreed. Danke, Kuss. Ja. Oh, der Sepp war wunderschön. Wenn er Virus, verlierst du. Ja, stimmt. Wärst du Mugi, würde ich auch verlieren. Karl hat einen Schmutz-Handy-Vertrag. Warum sagt Annie, dass du einen Schmutz... Yo, was geht, Verotech, einen Schmutz-Handy-Vertrag hast? Ich finde meinen Vertrag solid. Annie ist so, willst du wissen, was ich hab? Annie ist so ein Mensch, der sich mega um andere sorgt, weil sie jetzt halt so diese leeren Vibes hat. Ich bin da gekommen.
Das klingt auch wieder so negativ. Das ist doch nicht negativ. Ich finde das positiv. Gang Bang Strobel, danke für deinen Prime. Hey, was wolltest du sagen? Was ist dein Internetvertrag? Ich verstehe dich voll schlecht. Das ist, ich muss. Was ist dein, was, ja, ist, was ist dein Handyvertrag? Oh, AirPods. Oh ja! Ich bin gerade gekommen. Da ist immer der 100%. Ach, Krise, Mann. Hörst du mich? Ich höre dich nicht. Hä? What the fuck? 15 GB für 100 Euro oder so. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich habe eh unbegrenzt. Ich habe keine Ahnung, wie viel was wie kostet, ob das gut oder schlecht ist. Wirklich nicht? Nee, Mann. Ich kenne mich da preislich wirklich null aus. Du hast, also... Es geht ja nicht besser als dein Vertrag, oder? Ja, du kannst vielleicht besseres Internet haben als mein Vertrag, aber für mich zumindest nicht, nur. Wie meinst du besseres Internet? Ja, vielleicht hast du mit anderen Verträgen woanders besseres Internet als ich hab. Hey, meinst du jetzt Festnetz oder meinst du... Also, meinst du zu Hause oder meinst du... Ich meine unterwegs. Achso. Ja, vielleicht hast du mit anderen Verträgen, keine Ahnung. Wenn du nach Köln fährst, da unter einer Brücke besseres Internet als ich, wenn ich unter der ja. Brücke bin. Aber es ist ja eh random. Ja. Ich habe 30 das GB stimmt. für 13,99 € und Karl macht ihn hart schlecht. Der hat null Ahnung von Technik. Was? Ein Hit mehr und Karl The Legend geht in die Loser-Geschichte ein. Oh mein Gott. Was? Das war's. Alter. Das hatte nichts mehr mit Skill zu tun. Puh. Der Surge Archer, leck mich! Danke, weil danke für zwei. Ich geh weiter rein. Bisher noch beide seit der Challenge ungeschlagen. Krank, macht mir Spaß. Wie macht's dir Spaß? Bisher macht Spaß, aber bisher gewinne ich auch nur. Ich auch. Wenn ich halt verliere, macht's halt keinen Bock mehr. Digga, Annie, du hast einfach zugeschlagen. Du bist der Handyvertrag-Goat. Das toppt keiner. Du solltest anfangen, irgendwelche Leute irgendwas zu verkaufen. Ja. Ich bin gerade gekommen. Danke, Aaron. Karl, zuzugucken ist so abwechslungsreich. Stimmt. Karl, wann spielst du mal andere Decks? Real Talk, wir müssen jetzt mal. Ich muss dir eine Frage stellen. Bist du ready? Nö, kannst du trotzdem stellen, wenn du willst. Wie bitte? Jo, stell sie. Glaubst du, ich könnte 8K mit einem anderen Deck knacken? Was ist ein 8K? Das hier. In der 5-Wochen-Season, ja, ich glaube so Top 1000 oder so. Sag mir ein Deck. Lass mich kurz nachdenken. Jojo. E-Giant. Ja, okay, das schon. Glaube ich aber auch. Ja, mit E-Giant, Mega-Retter oder so, auf jeden Fall, ja. Mit MK, glaubst du, MK Remy hat einen Lone Skill Cap? Ja, Mann, das Deck ist so free. Okay. Kannst du was mit Sparky, würdest du es wahrscheinlich auch schaffen. No. Wer ist Agoni? Vielleicht solltest du mal Lava Miner probieren. Naja, ist ja kein anderes Deck. Okay, dann probier Ballon. Ne, Ballon Cycle ist wieder komplett was anderes. Ballon Cycle ist aber tot. Frag Pompeo, ja. Den armen Bauer. Der ist jetzt sogar Conne Creator geworden. Ja, du auch. Nee, ich darf kein Ingame-Turniere hosten für Supercell, für Clash Royale League. Warum? Keine Ahnung, ich wurde nicht angefragt. Ach, kommen die von sich aus? Ja, Digga, also ich, Mord Royale geht nicht auf irgendwelche Leute zu. Der Knochen kommt zum Hund. Aua, was Morten da erzählt. Ja, sorry, Bruder, ich bin nicht so begabt. Kommt auch mal ein Holz? Ich hab dich aufgepasst. Hä? Was hast du gerade gemacht? Hast du den Eier gekrault oder so? Ey, Digga, mein Gehirn hat gerade nicht funktioniert. Hä? Warum war das jetzt so viel Damage?
Sag, was? Hey, woran hast du gerade gedacht? Ich habe Real Talk nicht rechts geguckt. Ich habe nur links geguckt. Auf einmal war rechts ein Packer. Ich dachte, alles wäre tot, aber es hat irgendwie alles mit einer P überlebt. Ja, 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 alles gut. Wie alles gut? Nichts gut, Digga, wenn ich verliere, ich verloren. Oh, oh ja, ich bin gerade gekommen. Und ich krieg die ja, nicht gezündet, Digga. Ich hab verloren. Oh. Das ist halt jetzt richtig fett AIDS so. Hä? Beschreib mal, was in deinem Kopf gerade abging. Ich hab dich aufgepasst, ich hab doch gerade gesagt, Digga! Krass. Ja, geh jetzt ins Game. Ich verzeih dir. Was willst du von mir? Danke, Big Taste, danke dir. Karl mal Scherz zu nennen. Ja, okay. All good. Digga, du hast so viele Games knapp bisher gewonnen. Du bist so ein Lacker, Digga. Hat jemand Lust zu scouten vom Chat? Nein, Chat hat überhaupt heute gar keinen Bock zu scouten. Also Rikes, du bist echt weird, Mann. Warum lachst du jetzt? Weil ich nur lese, nicht für Karl. Zumindest nicht für Karl. Nicht für den Feind. Feuerball? Ja, kommt nicht. Stimmt. Schätze ich das. Jo, er hat doch jetzt schon wieder verloren. Wenn er mit Flugi, Mutti und sonst was spielt, dann nicht. Sepp geht rein in die Masse. Glaubst du, der war. Oh, ich glaube, der war gut. Überlebt, überlebt, überlebt. Wow. Wunderschön. Was wolltest du sagen? Ich habe gesagt, dass er es gesaved bekommt. Okay. Ich glaube, er hat keine Seppis im Cycle. Vielleicht kriegt der Feuerball raus. Aber selbst wenn der Feuerball rausspielt, ist es eigentlich nicht schlimm für mich, weil ich dann die. Okay. Och man. Der Gegner ist auch schon wieder so scheiße. Wie sauer. Und da sind auch noch die verfickte Walnuss. Bestimmt. So Gottlos OP in dem Matchup. Ja. Mehr kein Feuer beim Deck. Ja, stimmt. Ne, ist ja man sich jetzt noch nicht qualifiziert, ist 3-3 gegangen. Ich bin froh, dass ich durch bin. Nicht, dass ich jetzt irgendwie zweite Stage schaffe oder so, aber. Nee, natürlich nicht. Aber ja. Jo, es bockt nicht, dich mit Lavaloon spielen zu sehen, weil kein Gegner Lavaloon verteidigen kann. Es ist wirklich so pain. Ich bin. Ja, nein! Ich entscheide immer, ob das GG war und es war nicht GG, Digga. Okay. Wie machen wir es denn, wenn wir Dingens stehen? Also wenn wir, wie soll ich es beschreiben? Wenn ich jetzt bei 22:59 reinjump in den Game, musst du ja auch nochmal spielen, oder? Ja, ja. Passt das zeitlich? Weißt du, wann das Turnier startet? Das passt, weil das dauert ja eh mal ein bisschen länger noch. Okay. Das passt. So, da lasse ich mir auch nicht den Ding zu nehmen. Den Aal von der Butter spielen. Oh, Digga, ja. So, gegen Golem zu spielen mit dem Deck macht überhaupt keinen Bock. Ich hoffe einfach, dass er hart trash ist. Hoffe ich auch. Wir sind ein Team. Danke, Rikas, da kümmert sich Tommy drum. Hallo, Tommy. Lol. Okay. Er scheint einfach Nado zu spielen. Ja, kein Wichsbild, das ist gut für mich. Aber er hat Nado zumindest, kann er auch Nado spielen. Anstatt irgendwie Lumberjack an die Brücke.
Oh. Ist okay. Das einzig Nervige ist, dass der scheiß E-Drake stirbt. Ja, der E-Drake hätte im Rage sein sollen, glaube ich, ne? Ja, der hätte den King mal aktivieren sollen. Ja, dann hätte er, also ich glaube, weiß nicht. Wenn E-Drake im Rage wäre, hätte er es der King sein können. Jo, Morten. Gut luck, Mann. Wir gehen rein. Das war nicht gut von ihm. Na, schon klar. Was? Sicherer. Ist bei 9. Aber er hat echt kein Biggie. Oder ich glaube, dass er kein Big Spell hat. Also, E-Drake? Ne, hat er nicht. E-Drake Lightning gibt es eigentlich selten. Mhm. Was machst du gegen E-Drake? Zwei Delivery Cycle. Jo, Morten. Ja, was ist? Ist E-Drake besser für dich oder Lightning? E-Drake. Ich bin das auch. Ich hab das verteidigt. Sicher? Ja. Okay. So. Ja, wirklich so. Alter. Oha. GG. That's ja, aber. Game. Ja. Macht Spaß. Wie macht Spaß? Macht Spaß und ich glaube, diese. Also, es ist relativ irrelevant, dass du mit zwei Doses reingestartet bist. Klar, bis dahin werden wir eh nicht rausfliegen. Aber wir kommen schneller hoch als gedacht. Ja, ich stehe jetzt 21. Du stehst noch 22-0. Digga, das ist mega gut. Wie lange müsstest du mal danke, verlieren? Bruder. Ich finde. So. Hä? Alter, oh, ja. Pizzaschiff, danke für 8. Ich bin gerade gekommen. Kuss, Digga. Prime gerne rein und prime auch gerne mal Karl rein. Prime bei uns beiden rein. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Prime bei mir rein. Kuss, Digga. Kuss. Der sich gesniped, das ist wahrscheinlich Kollege, wie heißt der? Wie heißt der? Backhunden oder so. Hä? Warum glaubst du, dass es ein Sniper? Weil er den Namen Sniper. Ja, da hab ich aber kurz mal geplayt, so, da warst du kurz nervös. Ich weiß nicht, Grafschlimm ist nämlich scheiße gegen Ram Rider. Ja, hast recht. Ich spreche die Guards, to be honest. Zum Glück spielt der Bridge Spell. Oh ja! Gang auch an den Nebel für 19 Kuss. Muss aber lieber ganz nice, könnt ihr euch anmachen. Alles gut. Wie hostet das Turnier? Ich hab dir Eimer. Warum lachst du? Ich musste lachen. Warum? Weiß nicht. Revolt Eimer aus das Turnier, glaube ich, heute. Der Eimer. Warum wird jetzt gelacht? Und das Tio-Turnier um 2 Uhr, wann ist das? Also wer hostet das? 3 Uhr. Digga, Sam ist wirklich so eine Waschmaschine. Ja, sitzt ja. Ich glaube, Sam war gestern der Goat. GT. Ja, egal, noch ist er kein CL-Spieler. Wie schlecht war. Oh, lol. Was meinst du? Ich meinte, warum das Mega Mega retargetet? Das war unlucky für mich, ne? Darf der Grabstein? Ja. Der war echt schlecht, weil ich jetzt mit Ballon Wike reingehen kann. Naja, Inferno Dragon. Ist nicht so schnell weg. Ja, einen Hit muss er fressen. Der Sepp. Was? Nee. Also, man kann nicht immer, wenn man failed, unlucky sagen. Finde ich nicht. Das wär rechtzeitig gekommen, ne? Ich hab halt den Sepp nur zu spät gespielt. Ja, das hat nichts mit unlucky zu tun. Ja, okay, das stimmt. Ja. Ich entschuldige mich bei dir. Besser ist es, Digga. Entschuldige dich aber beim Chat. Die sind alle gerade richtig sauer auf dich. Sorry, Chat. Könnt ihr wieder scouten für mich? Bitte nicht scouten. Oh. Unlucky. Okay. Also jetzt habe ich auch keinen Bock mehr aufs Leben, so.
Das war's doch schon wieder. Bro, keine Sau kann Lavaloon verteidigen. Wieso kann keine Sau Lavaloon verteidigen? Leute, ich brauche Feedback im Chat. Könnt ihr Lavaloon verteidigen oder könnt ihr auch nicht Lavaloon verteidigen? Eins ist verteidigen, zwei ist nicht verteidigen. Oder andersrum. Wieso werden jetzt hier irgendwie Zahlen benutzt in meinem Chat? In meinem Stream. Zwei sagen alle. Was heißt zwei? Das war zwei, Bruder. Du hast jetzt irgendwie die Diskussion angefangen, da musst du doch jetzt damit irgendwie hier klarkommen. So. Das ist nicht so, wie mein Chat. Ich glaube, zwei war nicht verteidigen. Okay. Jo, jetzt spiel ich auch noch gegen den Counter. MK countet mich. Wir spielen es gegen MK, Bruder. Digga, also wirklich, ich glaube, manchmal willst du mich wirklich flachsen, du. Das habe ich doch gerade gesagt. Hä? Was? Pommes Cake. Okay. Wie ist das Matchup? Ja, aua. Ja, es tat weh. Scheiße ist das Matchup, er hardcountet. Na, ich hab gemissklickt. Och man, jetzt bin ich nervös. Ich verzeihe dir. Egal, es geht klar, seine Queen war auch nicht gut. Glaubst du, der Lightning das? Wäre das schlimm? Nö, wäre nicht. Also nee, er hat eine Elixier, Bruder. Achso, dass er das jetzt nicht leiden kann, hab ich mir fast gedacht. Nein. Zum Glück hat er den Charge gestoppt, to be honest. Alter, das Scam. Ist ja wirklich so unlucky, Digga. Du bist gescammt, Bruder, es tut mir so leid. Oh, Junge, Digga, ich dachte, der King wäre, und dann ist die Queen noch gestorben von Ram, alles ist scheiße. Hä, wenn ich verliere, bin ich aber noch nicht raus, oder? Nee, hast noch einen Loose offen. Okay, oh gut. Er ist bei 9. Ja, wird jetzt schwierig, irgendwie noch zu punishen, den Held, das Häschen. Magst du Hasen? Ja, den Gegner aber nicht. Glaubst du, du holst die Hasen später mal? Nee, Digga. Warum? Ich weiß nicht. Das sind scheiß Fragen hier, Bruder. Ist nicht schlimm, wenn du verlierst. Danke, Bruder, Kuss. Jetzt. Kein Ding. Jetzt gewinne ich. Ja, Ram Rider und dann Preemptive Lightning würde mich. Also. Ja, Lightning kommt. Nee, Lightning kommt nicht. Alles gut. Muss nicht aufpassen. Doch, Lightning passt. Achtung, aufpassen! Stark. Junge! Du bist so echt! Lightning kommt, Lightning kommt, alles gut. Lightning kommt! Ich glaube, ich kann sie schneller callen, als du den Lightning siehst, to be honest. Weil ich sehe, dass er Elixier spendet. Ja, ich hab's sogar nicht gepanickt, deswegen ist alles gut. Ah, chillig, Digga. Hast trotzdem verloren. Kann sein. Ah, na geh. Der Ramrider hinten ist so assi und dann hat er einfach immer Elixier für den Lightning. Wo bin ich hier? Wie gut wäre Bombturm? Wird Bombturm gelightning one-hitted? Nee. Okay. Oh. Ah, shit. Ja. Oh, das ist Spiel asozial. Ja, okay, jetzt wird's langsam eng in der Hose. Ich spiele weiter. Hilfe, Chat! Ich bin gegen Berg. Ich muss aufs Klo! Weiß jemand, was Berg spielt? Ja, du spielst gegen Berg. Okay, ich habe jetzt zwei Niederlagen. Du hast bisher 0. Oh. Ja. Das ist selbst erstmal gemischt. Digga, du hast doch 100-0 oder nicht? Das ist hier so AIDS. Ich hab echt 100-0. Stört dich das? War der Start so gut? Nee, ich weiß nicht. Oh.
War die Queen so gut von ihm? Hä, wie von ihm? Ja, die Queen von dem anderen? Von Beck. Die Queen, ach ja. Hä? Mike interpretiert. Warum hat er jetzt den Inferno-Turm? Das ist halt wirklich assi. Aber warum war der so schlecht, der Inferno-Turm, hä? Das kann ich nicht sagen. Hä? Och, Digga! Bro! So funktioniert eigentlich das aber nicht. Du kannst doch nicht einfach Inferno-Turm so spielen. Eigentlich hat er Konto. Hat er nicht übelst ein H100-0-Matchup, hä? Ja. Du kommst gar nicht durch. Er verliert trotzdem. Weil er seine Fährte missklickt und die Queen an die Brücke war auch scheiße. Ja, aber er dachte halt, er kriegt das easy defended wegen seines Infernos. Ja, das ist der echte Bag, aber irgendwie macht er mich gerade mega würzig. Das würde Namensänderung, Namen ändern. Die war auch viel zu früh gezündet. Warum lachst du jetzt? Was bedeutet Namensänderung? Namen ändern. Schön. Ist aber okay für ihn. Der Phantom Tank alles. Ja, ist echt okay für ihn. Q-Cyclen, ja. Warum nicht einfach direkt wieder mit Piggies rein? Jetzt hat er halt einen günstigen Cycle. So, jetzt muss er eigentlich Skellies. Jetzt kann er wieder Earthquake spielen. Earthquake und dann Piggies. Jetzt Piggies, same lane. Ja, Bro, was soll er sonst machen? Muss er den Turm holen oder nicht? Ist da überhaupt einer reingekommen? Ich glaube einer. Ich find's aber okay so. Ja, meint hat verloren. Ach Digga, das war ja wirklich so schlecht! Mann, oh, ich bin ganz böse jetzt! Cool. Es wird Zeit zu wechseln, wir spielen jetzt MK. Warum lachst du? Wenn du gleich auch wieder mit Railroader Lightning reingehst, das, also wenn ich das sehe, triggert es mich mega. Ja, das sehe ich dir jetzt. Das war aber echt schlecht gespielt vom Gegner, was soll ich sagen, Digga? Von dem anderen. Okay, Leute, Fokus. Wenn ich jetzt verliere, muss ich meinen Namen ändern. Ich habe außerdem mein iPad ausgemacht, ohne Grund. Passiert, das sind halt die Probleme, die man hat. Alles klar, Jenny. Diese Zwiebler, die Zwiebler. Macht Zwiebler auch mit, oder was? So Leute, wir brauchen jetzt mal die Morten-Army. Hashtag GoMorten. Oder? Ja, klar. Welches Hashtag wäre goated? Keine Ahnung, Digga. Was willst du, Jenny? Wie sauer. Was ist jetzt? Warum lachst du jetzt im Hintergrund immer? Wenn ich Diskussion mit meinen Zuschauern führe. Oh, yes. Du bist halt auch so asozial wie deine Gegner gerade. Er countert, hä? Ich glaube, der spielt Graveyard. Der hat Mortar, Digga. Er hat Walnuss und so eine Scheiße. Ich bin der Meinung, er countert, wenn er so spielt. Das ist ein Chat. Oh, warum lachst du, hä? Hm. Was ist das denn jetzt, wenn Random push? Wie ist der Graveyard? Hä, normal spielt das Game mit meiner oder nicht? Egal, der Graveyard war extrem trash. Ja, ich hab schon auf. Hallo! Digga, diese zwei Skellies! Dieses eine Skelett oben rechts, wenn du das ansprechen möchtest. Ja, das wird beleidigt instant, das gleiche in die DMs. Mhm. Oh. Das war jetzt aber nicht so gut gespielt von ihm. Jumpt er noch weiter? Hä? WTF, das krasseste ist, wenn der Fire Spirit noch auf eine Truppe chargt, aber trotzdem den Battle resettet. Verstehst du? Klar, Bruder. Klar. Danke, Bruder. Ich gewinne das aber. Wer ist den? Perfektes Timing. Jetzt muss ich so einen Knüppel-Krüppel-Rambo-Raider spielen. Jetzt auch die Karre, Digga. Das bockt ja gar nicht. Aber Ram ist so broken. Der braucht echt mal einen Nerf. So, jetzt will ich schon, was er macht. Ich glaube nicht, dass er reingehen kann. Das wäre zumindest schlecht, meine Meinung nach. Doch, er kann, Meister. Natürlich kann er, aber es wäre schlecht.
Wo kommt seine Queen? Okay, das war schlecht von ihm. Er versucht King anzumachen, aber es bringt doch gar nichts. Schafft er es überhaupt? Nö. Der Damage rechts insane, er hat kein Reset auf gegen den... Oh, schade. Egal, all good, Eastwood Brücke, er kann nichts machen. Ich hab gleich gedacht, ich hab wirklich damit gerechnet, gleich beleidigt zu werden. Alles gut, du wirst dir nicht beleidigt, mach dir keine Sorgen. Du brauchst keine Angst haben. Und sowas passiert dir nicht. Das sind geboren GGs. Krank. Schuh, der ist safe, Digga. Ohne Bandbug. Ja, ohne Bandbug wäre sie nicht connected. Alles gut, Digga. Sehr, Leute, so sehr, sehr, sehr gut, Leute. Das war ein Skinsaver. Ja, wir suchen. Ich hab keinen Bock, deinen Gegner zu facen. Ich hab richtig Bock, meinen Gegner zu facen. Also, dass du meinst. Ist das asozial zu warten, oder? Könntet ihr nicht mal eine Challenge machen, wie, wo du Blavaloon spielen musst und kein Deck mit Skill? Nee, das wäre ein bisschen unfair für Karl. Das wäre wirklich unfair für mich. Also Mortens Game Sense mit Lava ist 10-mal höher als meine mit irgendeinem anderen Deck. Ja, die jahrelange Lava Game Sense wurde auch schon erfolgreich hier in CL gezeigt. Good luck. Aus Jackshausen. Würdest du da auch hinwollen? Würdest du dich da wohlfühlen? Wir werden hier interviewt. Ich hab keinen Tombstone. Digga, das ist doch schon wieder frech. Morton Royal Daily League. Lol, ich würde irgendwie keine Likes bekommen. Warum? Verstehe ich gar nicht. Warum streamt Karl nicht? Keine Ahnung, Mann. Karl, warum streamst du nicht? Was war das für ein schlechter Skelettkönig? Bruder, red mit mir. Glaubst du, dass Megaman überlebt bei Feuerball? Wie bei Feuerball? Natürlich überlebt Feuerball, hä? Ey, du bist auch wieder so dumm, es nervt. Hunter? Ich bin voll dumm. Ja, das bringt ja gar nichts. Naja, schon. Ja, ist halt trotzdem hell, ne? Zwei Hits, oder? Ja, zwei, Digga. Zwei Hits. Mit selber aber nur, ja. Barwurf. Hit. Ja, ich hab die Kämpfe gestern von Stani geguckt. Da. Ja, morgen können wir appreciaten, wie gut die Walnuss eigentlich gegen Skelly King ist. Ja, ein bisschen gekauft. Ich sag dir, er spielt gleich Fischer. Und Real Talk, er spielt gleich Fischer. Deswegen spiele ich die Valkyrie so. Ja, das ist recht, sehr gut. Weitermachen. Da hat einfach nichts gestimmt bei dem Call, aber okay, all good. All good. Deswegen wird jetzt Hame den pushen, hat er direkt verloren. Oh, was, er spielt mit... Keine Hunter, Digga, wo ist der Hunter? Wir brauchen den Hunter! Er hat nicht mal... Ich sehe mich nicht im Ring, Baller. Außer gegen Karl. Weil du verlieren möchtest. Ach ja, stimmt. Damn! Nee, Dennis, das wäre auch so langweilig gegen dich. Du bist 1,20 groß, Digga. Spaß, Dennis, ich lach nicht. Schön für die Kronen! Zwei Kronen sind größer als eine. Ja, nerv mich nicht. Du bist bisher immer noch ungeschlagen, das ist so ein fetter Witz. Dass ich in den Ring steige gegen dich. Ey, das ist der MK-Typ, der vor mich genudelt hat. Mit MK, mit Ram Lightning und so eine Scheiße. Good luck. Karl, so unangenehm. Was mach ich? Ja, Digga. Hör auf, unangenehm zu sein. Die Leute schalten ab. Hm.
Okay, was macht er jetzt? Bruder. Stark. Er ist bei 5, Bruder. Er könnte Ramy vorspielen. Das wäre aber okay. Dann mache ich E-Spirit plus mein Ram. Ja, stimmt. All gut. Wenn er jetzt MK hinten macht, dann haben wir ein Problem. Bitte mach kein MK hinten. Mach kein Auge, mach kein Auge. Oh. Was machst du jetzt? Wird das die King Situation? Nee. Er hätte King Situation. Bringt überhaupt King Situation was von mir? Klar, aber es hätte nicht geklappt. Naja doch, er hätte doch einfach noch irgendwas hinter dem MK spielen können. Ja, es hätte sich aber nicht gelohnt. Okay. Jetzt haben wir ein fettes Problem zum Beispiel. Safe. Also ich würde sagen, relativ halbwegs safe Reno. Ja, okay. Ich hatte, dass ich mein E-Spirit gerade in der Sekunde gewastet habe, ist übelst bitter. Und dass ich dann in der Sekunde banne. Aber die charged. Wieder halbwegs safe Reno. Hilfe! Er hat nix. Sehr gut. Er ist bei 4. Großes Komet OP. Ja. Was machst du denn? Das heißt, ja, ich hab nichts gesagt. Alles gut. Ich hab das Safe Lightning, oder? Ja. Bei 4. 5. Könnte Ram spielen. War das gut von ihm? Weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass er auf der anderen Seite anfängt reinzuspammen. Hat er aber nicht. Deswegen habe ich das nicht verteidigt. Hä, bringt es ihm überhaupt was, so den Damage zu splitten? Weiß nicht. Sehen wir dann. Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich ganz gute Situation für mich. Jetzt habe ich einen MK down. Zu den sind die Queen Lightning. Die kriegt sonst so viel Value. Smart, er kriegt kein MK. Er hätte kein MK bekommen. Stark, Ghost. Snowy, wahrscheinlich Bandit oder so, jo. Ja, ist gut. Aua! Alter, und nicht mal ein Charge, sondern einfach nur ein Hit. Hm. Du hast gerade irgendwie Spielglück. Ach so! Naja, schon. Wenn der MK nicht charged. Also jumped. War das nicht eine normale Interaktion oder bitte? Wie viel Damage will das links sein? Hast du was? Er ist bei 4. Er kriegt kein Ramy rechts. Zu deiner Safeness. Let's go! Gesaved! Ja! Wir sind weiter am Leben. Und ein angegriffener Krieger ist der krankeste Krieger. Jo, ich geh rein. Viel Glück. Oh mein Gott. Wavro. Hat jemand Bock zu scouten? Also ich eher weniger, Bruder. Mein Chat weiß ich nicht, Digga. Danke mal für fast 2000 Zuschauer. Kuss geht raus. Kuss, Digga. Freut mich, dass es euch gefällt. Ich bin sehr dankbar. Warum lachst du? Weiß nicht. Danke, dass ihr den Morten supportet. Okay, er spielt Hulk Firecracker mit Skelette. Ja. Jetzt kommt auch Walnuss davor, oder nicht? Oh, okay. Oh, das war aber nicht mit Absicht, oder? Ne, das war echt nicht mit Absicht, aber es ist nicht so schlimm. Hawk. Ja, geht auch klar. Ich bin der Meinung, dass du hast du Hardcounter? Ich glaube schon, ja. Aber dass du keine Guards hast, ist bitter in dem Matchup, oder? Das ist wirklich bitter. Du kannst jetzt auch nicht wirklich Feuerballen. Also der Start für ihn, das Ding ist, Leute, die so ein Deck spielen, sind meistens immer mega gut. Das stimmt. Er kann auch jetzt schon wieder reingehen mit Ice Golem Mini-Packer, oder nicht? Na, ich krieg das nicht gedeft. Komm, tu's. Okay, all. Ja, Mann, Leute, schuh den Chat! Ist der da durch Two-Hit? Oh, ja. Eine trotzdem, eine. Was? Kein Hit? Das ist kein Schuh, Digga. Das ist kein Schuh. Crowley, danke für 6. Kein Schuh.
Ich glaube, ich kann mit Ballon Feuerball reingehen. Ja, da macht der Hawk. Ist ja nicht schlimm. Karl ist besser als er, stimmt. Die Frage ist, ob das genug Damage ist. Das sind zwei Hits so. Drei, aber der Turm ist trotzdem nicht weg. Das ist wichtig. Ja, hätte ich immer auch. Also ich glaube, der Trade war richtig. Ja, war gut von ihm. Oh, der spielt mit dir. Oh, yes. EQ. Okay, er bringt keine EQ, er ist smart. Ich meine so, der Turm bleibt stehen, so, was soll ich sagen? Ja, von. Bats? Nicht mehr gut. Ich meine, es ist noch okay für ihn. Na, Guards werden halt so wirklich so viel besser in dem Matchup. Diese Scheiße. Du weißt, was ich machen kann, ne? Ja, da aber Brücke. Der Ballon. Der kannst du gar nicht verteidigen, das ist ja richtig nice. Ey, es ist so no-skill! Es ist so no-skill! Es ist Real Talk, mein Gott, so ein no-skill-Deck. Nee, das Matchup war no-skill. 25-0, Digga. Junge, du spielst den besten Run bisher gegen mich. Schock mal, du Hund, Digga. Du Counter-Shock gerade, was ist das für eine Wichse? Wieso wurde ich jetzt gesniped? Warum wirst du gesniped? Nicht so gewohnt. Vor allem von Chokra wie Assi. Asozial. Ich bin dafür, dass Chokra für ihn gibt. MK hat Matchup, ne. Ja, jo, Morten. Jo. Ich geh kurz aufs Klo, Meister. Okay. Bis gleich. Wie, mich bis gleich? Nicht, dass du mich gleich kickst. Bock nicht. Wieso kann er MK hinten nicht deffen? Okay, komm. All gut, all gut, all gut. Morten hat schon Schlimmeres erlebt. Nee, gegen X-Wung ist nicht so nice. Ich komme halt irgendwie nicht durch. Tesla ist komplett OP und Arthas sind auch OP. Ich werd gespacecycled! Was SK mit. Digga, ich brauche hier keine Tipps von irgendwie 5K-Spielern.
Was? Als ob das nicht reicht. Weird. Die Interaktion. Ich komme halt nicht durch, Digga. Warum geht er wieder nicht mit X-Bogen rein? Kommt da ein Code Lightning? Ich muss den Lightning so spielen. Ist doch okay. Er ist bei 7. Stark, stark, stark. Du überrennst ihn einfach. Noch nicht. Er ist bei 3. Du hast einen fetten Elixir Lead. Ja, okay, cool, cool. 2, 3. Du hast schon MK wieder auf dem Feld. Ich bin Elixir und du hast einen Remy auf dem Feld. Schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Krieg dein Gebäude. Wird es nicht. Ist es one-hitted? Ah, schade. Ja. Solange er nicht zwei Feuerbälle rausbekommt. Hoffentlich kriegt er keine zwei Feuerbälle. Kommt er aber. Oder? Ja! Beautiful. Schön. The Gold! Schön. Game des Tages, würde ich sagen. Wir gehen rein. Gigi war gut, du bist so ein Wichser-Schocker. Hättest du mir gegen mich gewonnen, ich hätte dich überall geblockt und gebannt. Lebst du noch? Ja, ja, und du? Orten? Was? Digga, bist du dumm oder so? Es liegt an dir, du Wichser. Hallo. Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Ah, ich hatte die falschen Audioeinstellungen. Ah, schick. Danke, Bruder. Kuss. Das ist natürlich überragend, danke. Junge, Game des Tages, oder was sagst du? Wie Game des Tages? Wir machen ja kein Game des Tages. Spiel einfach weiter Clash Royale. Ey, yo, will man scouten? Es geht, Max. Oh, gut, wie geht's dir? Hallo, Max. Gerade relativ schwierig, weil wir hier mit dem Rücken zur Wand stehen und Karl irgendwie nur welche Pflaumen bekommt. Gegner ist gut, sagt Schocker. Drauf ein MK. War der gut? Ich weiß nicht, was er spielt, Mann. Er schreibt, so schreibt einer Fuck you in den Chat. Lost_Trimax. Akame, Bruder, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Jo, Akame, wie war das Arbeiten? Ey, das war gut gemacht von ihm. Warum ist der King jetzt an? Oder von mir? Warum ist der King jetzt an? War das smart? Oh, Mann. Das Gute ist, dass er immer noch trotzdem connected und auch einen Hit bekommt. Das ist so asozial, das. Da kannst du das nicht mal so willst. Du hast schon Matchup-Schocker, wenn du gut spielst, gewinne ich das nicht. Glaube ich auch. Das ist da schon relativ gut für die X-Bows. Wie 70-30? Was für 70-30, Digga? Vielleicht auf deiner Trophäenröhre, Digga, auf 6K. Schön. Oh yes, wie sauer. Ich würde das gleiche sagen, er hat ja doch keine Ahnung von X-Bogen, ey. X-Bogen-Spieler sind eh immer eine. Die sagen eh immer alles Counter-C, es gibt mir jetzt.
Laut API hat er recht, ja. Laut API countert auch Lava und X-Bogen, Digga. API ist aber eklig. Weil da einfach alle in die Statistik reinfallen, so. Und wir seppen und der Queen geht auch. Ja, doch. Junge, wieso werde ich so hart kontert? Ja, der Gegner spielt mit Inferno die ohne Grund. Oh, das war ein Overextend von ihm. Was? Das müssen wir kurz mal festhalten, dass er komplett einen HC hat. Bro, du bist bei 26-0 und deine Gegner spielen wie die größten Knechte. WTF. Wir machen nicht mehr so viele Runs, wir machen vielleicht noch, also pro Seite zwei Spiele. Kann ja, das sein? Ja. Also 17 ja. Minuten, ein Spiel dauert 3 Minuten, so 5, ja, vielleicht 3 Runs. Gucken wir mal. Wird langsam eng, Digga, ich kann langsam nicht mehr machen irgendwie. Ja, Real Talk, nächstes Spiel, wenn ich das nächste Spiel gewinne, ist irgendwie overall with you. Mhm. Hoodie Luck. Legend. Jemand scouten? Was ist das? Okay, Mega Minion. Könnte Giant sein. Giant wäre irgendwie eklig mit Prinz Bär. Okay. Aber Giant würde ich sagen. Aber Bandit gönnt. Digga, der Arme. Ja, doch. Bandit gönnt brutal. Der Arme, ja, Digga. Bandit ist so verbuggt, Mann. Okay, der war schlecht, egal. Nicht so viel dagegen, I guess. Gewinnt dein Raimi? Wir killen auf jeden Fall, aber gewinnen nicht. Okay. Der ist für 6. Ja, Chi. Was ist das für eine AG-Variante Spiel? Aber G ist immer nicht so nice. Weil die Band halt fucking Dark Prince, Digga. Dark Prince ist so. In der Hinsicht ist das echt negativ, das stimmt. Ja, ist okay. Ich meine, Queen war krass OP, guck mal bei Lightning. Könnte Lightning spielen. Oder so. Oh, der Retarget, Digga, der Arme. Gott, die charge doch jetzt nochmal. Ich habe das Gefühl, dass man aktuell nix in die Charge eine Bandit spielen kann. Ja, die ist verrückt. Ist aber auch kein guter Dark Prince von mir, kein guter Bandit. Heute habe ich deswegen auch ein Game verloren. Ich habe gerade schon gespielt, auf einmal ist eine Bandit im Knick gegen auf meinen Turm gecharged. Das war nicht ist gut. Gefühl? Das ist jetzt so pain, ja, das war schlecht von mir. Egal, die überlebt. Erstmal 7. Soll ich jetzt einen Fischer spielen? Okay, Mega Minion. Boah, Charge wäre gut gewesen. Es ist wirklich so crazy, dass es Charge ist, plus immer noch ein zusätzlicher Held. Solid. Auch guter Rami. Guter MK, dadurch wird der Rami hinten bleiben. Hey, stark. Kommt dir doch zugute, oder nicht? Ah, stimmt. Was ist das für ein Bug? Bug Royale. Fischer Pödel. Das, machst du das bewusst? Dass der so komplett verbuggt, ist mir nicht so bewusst, ne. Aber in der Hinsicht ist es wohl smart, weil der Rammer, der halt dann viel länger auf dem Royal Giant targetet, WTF. Ja. Kann man sich angewöhnen. Gegner war trash, aber gutes Game, hat mir gefallen. Mag das Deck. Das Deck ist so OP, Digga. Du auch. Okay, weiter geht's. By the way, Red hat gewonnen, echt.
Okay, 22 Uhr. Wir fragen mal den Sam, ob der Sam schon ready to rumble ist. Oder ob er eingepennt ist. Weißt du, wie Sams Schlafrhythmus ist? Surfer. Genauso scheiße wie meiner. Der ist immer so bis 5 Uhr. Hallo, Air Surfer. Suchst du eigentlich oder eher willst du das jetzt so ein bisschen? Ja, ich suche, ich krieg keinen Gegner ab. Das ist Zeitspiel. Hallo! Schiri! Hey. Ich weiß nicht, ist 27 schon Top 1000? Ich glaube nicht, ne? Top 1K. Jo, tut mir leid, dass ich keinen Gegner finde. Okay, all good, du hast einen Gegner. I am Venom. Hat jemand Bock zu scouten? X-Wo, Bruder, der wird auch safe wie spielen wie der größte Lurch. Glaubst du? Ich dachte, er spielt X-Wo Classic mit Green. Okay, Ritter. Ja, war das so gut von dir? Von mir war es jetzt nicht so schlecht, oder? Dann hast du lieber König Avalor gespielt. Ich hätte auch einmal nur nackte Valkyrie spielen können. Oh, er hatte keinen Ritter in der Hand. Ja, der Ritter hat rausgespielt. Okay, wie ist das Matchup? Schlecht. Findest du Queen schlechter als Archers? Ja, schon. Ja, Queen spielen plus Tesla und Defendant nicht mehr vor oder so. Das wird auch noch nicht. Ja, okay. Jetzt gibt's X-Bogen. Du hast irgendwie kein Elixier, Digga. Das war's, oder? Ich kann jetzt protecten. Ja, ein bisschen halt, ne? Muss halt trotzdem noch was spielen gegen die Wolke. Also, wenn du das jetzt verlierst, dann muss ich. Dann bist du aber wieder irgendwie am Zittern, oder? Zitter nicht. Zitter mal nicht. Zitter nicht. Zitter nicht. Schuh. Stell dir vor. Ich weiß halt nicht, was ich so machen kann in dem Matchup. Kann halt versuchen, Ballon vorbeizudrücken. Hat's geklappt? Oh. Zap für Feuerballfail vielleicht? Wie viel bringt das? Nicht so viel, Bruder. Voll gut, das gewinnt er. Sehr gut, Leute, Fokus! Das war's. Das kriegt Karl nicht gewonnen. Kann er zünden? Ich meine, du bekommst jetzt seinen Turm vielleicht so, aber er wird deinen Turm auch bekommen. Nein, du bekommst ja nicht mal. Schade, Karl! Dicker. Das heißt, wenn ich jetzt gewinne. Ja. Also eine Runde schaffen wir noch. Ja, wir schaffen sogar noch zwei, würde ich sagen, wenn die Zerstörung jetzt nicht zu brutal ist. Der Kassel ist wieder eh. Das heißt, wenn ich gewinne. Dann bist du dran. Ich meine, du hast angefangen, oder? Ich habe angefangen. Ich habe jetzt ein mehr Game als du. Deutsch. Bist du gleich ein Junge? Wann musst du morgen aufstehen? Ich glaube 7 Uhr. Ich muss aber noch Physik lernen. Wie geil ist eigentlich Physik lernen? So, das ist so die. Ja, das Double-Leben so als Clash Royale Lava Loon Pro und als Schüler. Vor
Vor allem, ich fühle mich halt nicht so smart in Physik. Fuck, Digga. Ich fühle mich nicht so smart, wenn man gegen Prinz genullt wird. Dimo ist Deck, glaube ich. Ja, okay. Aber er könnte MK spielen. Ich glaube, wenn du ultest, das überlebt die Queen. Ja, ist bei 7. Ja, ist aber Pain. Aber immerhin überkriegt sie nochmal diese Hits raus, die sind wichtig. Hilfe! Ich hast du Snowball. So Eisbird vielleicht wieder. Gut, wenn er noch zurückläuft. Ja! Oh mein Gott, das war so ein Safer. Ja, würde ich auch sagen. Er ist bei 5. Ich meine, wenn er jetzt. Das Ding ist, der Prinz, seitdem der so hoppeln kann, ist das mega nicht so nice mit dem Ram Rider. Der hoppelt dann immer so krass. Ja, fühle ich. Jetzt. Wie darfst du die jetzt? Guck. Was? Das meine ich. Ja, das Digga! Damit hat er selbst nicht gerechnet. Ist aber gut. Aber clean Biene Bände zumindest. Mhm. Ja, es ist halt nicht so geil. Ich könnte meiner spielen. Das wäre schlecht. Habe ich nicht einen Elixiervorsprung? Erst bei 7. Ja, wird gleich ein MK klatschen. Aber das ist okay. Wir müssen, solange nicht mein E-Spill wegpredicted mit Pfeilen oder so. Ja, das wäre also die größte Angst, würde ich sagen. Das ist irgendwie so ein Miner Minions Push knuddelt oder so. Ich glaube, er hat keine. Also ist jetzt nicht ein safer Call, aber ich glaube, er hat keine Pfeile. Okay. Also, aber ich bin auch immer froh, dass du gesagt hast, es ist kein safer Call so. Das ist ehrenhaft. Kuss, Digga. WTF, was hat er? Oh yes. Dann hat er noch letzte Karte Musketier oder Queen. Safer Call, Digga. Das ist jetzt auch safe. Oh, okay. Ja. Ja, dann kriegt er weniger einen Hit. Ja, die ist dran! Oh, das ist clean. Und du hast die Queen Ult, glaube ich, ready. Die wird gezündet. Er muss nochmal irgendwie. Wallbreaker oder so? Okay, das ist ein Free Ghost. Was? Ja, einfach Free 2 Elixier durch den Ult. Das lassen wir durch, Digga. Ja, werde ich so analysieren. Bauen wir einen Push auf. Danke, Bruder. Okay, Bandit rein. Oh mein Gott. Die Defter. Ich glaub. What? Ich weiß nicht. WTF. Okay, interessant. Oh ja! Ich bin gerade gekommen. Okay. Fliehen. Er ist bei 6. Er wird ein MK. Also er wird jetzt kein MK reinbekommen, denke ich. Er ist 4. 2. 3. Aua, ja, was ist das für eine Interaktion? Ah, Junge, was ein Game. Oh, damit hat er nicht gerechnet. Ja, muss eigentlich noch was setzen, aber wenn er jetzt Minions spielt. Oder Queen. Ist aber gut für mich. Oh mein Gott, das ist so gut für mich. Weil du nachher spielen musst. Ist aber extrem gut für mich. Junge, es ist so gut für mich! Das ist, der E-Spiel war sehr gut. Hä? Das kann doch niemals verteidigen, oder nicht? Kriegt er nicht hin. Junge, let's go, Offlane! Ich such direkt instant. Yes, man, Digga, let's go! Krank. The GOAT! Ich will beide spielen heute besser als gestern. Bin ich auch ehrlich? Danke jetzt wieder für die 11 Morte. Bei Revol einmal oder nicht? Ein Call, danke für 6. Kuss. Okay, Leute, entscheidendes Game. Wenn Karl The Legend gewinnt. Wenn Karl The Legend gewinnt, dann ist es durch. Wenn Karl The Legend verliert und ich gewinne, dann geht's nochmal in den Tiebreaker. Also jetzt alle bitte hoffen, dass Karl The Legend verliert. Oh ja! Ich bin gerade gewonnen. Anario, danke für den Prime. Kuss. Der ist off. Ja, kann ich jetzt auch nichts für, Bruder. Hätten die mich gefragt, hätte ich ein Turnier für euch hosten können, aber Morten ist anscheinend so irrelevant für CL. Oh gut. Ich habe ja auch nun mehr Zuschauer als alle anderen. Aber ist alles gut. Wir wollen hier nicht fronten oder so.
Das ist ja halt nur eine kurze Analyse. Hashtag no front. Ja, ja, alles gut, Digga. Will man scouten? Nee, also bei dem Game wäre Scout noch einfach frech. Was war das schon wieder für ein Ballon? Du kriegst ja den größten schlechten Gegner. Dafür kann ich nichts. Meiner? Hallo, ich erwarte da irgendwas noch. Okay, Inferno, die. Das ist jetzt nicht cool für mich. Wenn wir ehrlich sind, ja, hätte ich verloren, wäre ich sauer gewesen. Kannst vermissen der GT-Sniper. GT-Sniper ist immer Ace, es gibt mir Wack und Vibes. Agreed. Das Rakan-Deck. Digga, dass der noch lebt, ist ja auch, also dass das Deck noch lebt, so. Karl ist ein Versager, du hast keine Chance. Ich weiß nicht, ob das so gut war von dir. Ich musste den zurückhalten, den Inferno Drachen, was hätte ich sonst machen sollen? Ja, aber noch der, ja, es war schon krass Overcommit, so, das hat vier weniger. Würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Ich hatte nichts gegen Inferno Drachen. Ich hätte doch irgendwie so oder so was spielen müssen. Würdest du sagen, ich würde sagen, dass du counterst. Weiß ich nicht, Wild gemacht halt. Du hast Skelly Dragons, er hat nichts gegen Skelly Dragons, richtig. Ja, Pfeile selbst und kann damit immer meinen Tombstone noch mitsplashen. Finde ich nicht. Okay. Wieso gibst du ihm plus 1? Na, aber ich muss ja irgendwie splashern. Diese Ballons geben mir AIDS. Von mir? Von ihm. Ja, jetzt ist ja schon ein Damage Plus so. Er ist ein Damage Plus, ja. Aber hat er, ich glaube, er hat keinen Lava-Cycle, oder? Oh ja! Düse, danke für 2. Ich bin gerade gekommen. Oder hat er Lava? Nee, deswegen kommt es einfach Barbs an die Brücke. Hast du überhaupt einen Walnuss-Cycle? Ja, ich würde Tubes spielen. Okay. Ich würde jetzt an der Stelle Inferno Dragon so spielen, genau. Er hat, glaube ich, Pfeile Zap wieder ready, falls Dings kommt. Ja, meine auf Turm. Pfeile Zap, Pfeile Zap, Pfeile Zap. Oder immer nur Pfeile. Ja, okay. Ich will jetzt erstmal zappen, so. Und Pfeile. Okay, geht klar. Hä? War gut gespielt von ihm, so. Was soll man sagen? Hä, hab ich auch nicht gesagt. Leute, das Game ist so eng. Seid ihr auch eng? Ich glaube nicht, dass Karl das verliert, bin ich ehrlich. Das war jetzt. Es ist mir jetzt ein bisschen zu viel in den Knick-Spam ohne Gehirn. Ja, schon. Ich meine, er kriegt es verteidigt so. Also, wenn du jetzt reingehen würdest. Er kriegt auch guten Damage. Das ist frech eigentlich, würde ich sagen. So. Warum? Das ist aber okay für ihn. Also, ich weiß nicht, ob das so gut war. Ja. Ich bin gerade gekommen. Mhm. Bist du 100% zufrieden jetzt mit dem Counterpush, den du jetzt in deine Fresse bekommst? Nee. Was ist, wenn jetzt irgendwie Ballon in den Knick kommt? Ich kann nicht defenden. Kann er meiner bringen? Bro! Okay. Pfeile Zap. Das ist ein Hit. Kann ich mitnehmen, glaube ich. Bro. Mir gefällt der Inferno halt nicht so. Ja, den nächsten, den muss jetzt eigentlich in die Mitte klatschen. Vamos. Oh! Ich bin halt echt nicht der größte Füße-Fan, so muss ich leider ehrlich sagen. So null oder findest du neutral? Oder findest du die sogar negativ? Ich finde die nicht eklig. Aber ich finde die jetzt auch nicht geil so. Ist jetzt nicht so, dass ich meinen Namen wie Morten auf Füße nennen würde. Wie fies. So? Will ich schon sagen. Auf Englisch jetzt? Soll ich jetzt international gehen? Der Chat will, dass ich international in die Fußszene reinrutsche. Dass du dann... Ja, schaut schon relativ eindeutig aus. Ja. Also bin ich jetzt der internationale Fußboss, oder was?
Würde ich jetzt sagen, Morten loves Feed, ja. Ja, da. Das wird jetzt erstmal confirmed. Wie geil ist eigentlich der Account?